Hey draußen, hier sind wieder Weiß. And Black. Weiß und Schwarz. Nein, Strong und Flex von Strong and Flex TV sind es mal wieder. Und haben ein Labervideo im Anschlag. Ja, Nerven behalten jetzt. Ja, es dauert ein bisschen. hol dir noch schnell einen Beruhigungstee. Wir fühlen uns bemüßigt, mal wieder ein bisschen länger in die Kamera zu schwafeln. Auch Gefahr laufend, dass wir uns hier und da vielleicht ein bisschen wiederholen werden. Aber wir sind 70 geworden. Was? Und das ist, denke ich, ein guter Anlass. Also du bist Ende Mai 30 geworden, mein Freund. Und ich bin jetzt Ende Juni 40 geworden. Also zusammen 70. Und das ist schon so ein kleiner Checkpoint, oder? Ja, also ich für mich vielleicht nicht ganz so intensiv wie für dich. Ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt irgendwie auch anders an das Alter rangegangen. Viele haben mir gesagt, hey, wenn du 30 wirst, dann ab da geht es bergab. Habe ich nicht das Gefühl. Für mich hat sich so diese Zahl halt vorne gedreht, aber ich bin irgendwie in einer Phase meines Lebens, wo ich mich extrem wohlfühle und auch denke, dass ich so die Zukunft für mich relativ gut gestellt habe, die Weichen für meine Zukunft. Deswegen war es schön, ich habe mich eher gefreut und habe jetzt keinen depressiven Anfall bekommen, dass ich schon 30 bin. Ich denke, du bist da mit deinen 10 Jahren im Voraus nochmal irgendwie an einem anderen Punkt als ich. Ja, schon. Also ich glaube, es ist jetzt einfach mal ein runder Geburtstag. Und das ist natürlich am Ende des Tages, kann man sagen, ist nur eine Zahl und das biologische Alter, was ja auch man ja auch messen kann mit irgendwelchen abstrusen Messverfahren, ist irgendwie entscheidend. Das ist alles sicher richtig, aber ich finde trotzdem, dass es immer mal ganz gut ist, innezuhalten und so einen Soll-Ist-Vergleich zu machen, einfach zu gucken, wo stehe ich jetzt in meinem Leben. Und da ist, und umso älter ich werde, ne, wir alle unterliegen der Vergänglichkeit und irgendwann ist die Reise auch zu Ende. Ja, und 40 ist dann schon irgendwo nochmal ein anderer Schritt. Ne? Und wenn man jetzt eben hingehen will und sich sein Leben mal aus der Metaebene, aus der Vogelperspektive anschaut, dann haben wir ja so die Bereiche Business. Ja, also Beruf, Karriere, dann haben wir den Bereich privates Umfeld, Familie, Beziehung, Liebe und so weiter. Und dann haben wir Gesundheit, Fitness, Movement. Ja? Um Letzteres dreht sich ja hauptsächlich unsere Welt, ja, obgleich wir auch die anderen zwei Teilaspekte in unserem Leben drin haben. Aber hier vor der Kamera reden wir ja vor allem um den letzten Teilbereich. Und wenn man das jetzt so als eine Dreiecksbeziehung betrachten möchte, dann ist für mich der Sockel, der Fuß, die Gesundheit, die Fitness, denn ohne das, ne, wenn ich sterbenskrank bin, bin ich nicht besonders beziehungsfähig und bin auch nicht leistungsfähig im Beruf. Das heißt, das ist einfach die Basis. Und darum soll es natürlich auch jetzt in erster Linie gehen. Und wenn ich jetzt für mich diesen Soll-Ist-Vergleich mache, wir sprechen von Gesundheitszustand, Fitness ist ja für mich fast schon so ein Wort, was ich nicht mehr so mag, weil es von der Fitnessindustrie irgendwie ein bisschen missbraucht worden ist und ein bisschen auch in den Dreck gezogen worden ist. Ich habe da auch ein paar unschöne Erfahrungen gemacht im Beginn meiner Karriere in den Fitnessstudios. Also und Gesundheit ist sowieso wichtiger und Gesundheit ist die Basis für Fitness oder Leistungsfähigkeit oder Performance. Dann kann ich jetzt heute sagen, dass ich um Welten gesünder, und ich benutze trotzdem das Wort, fitter bin, als zum Beispiel noch mit 20. Wie ist es bei dir? Wie kannst du das sagen? Weil du ein alter Sack jetzt bist. Das muss doch eigentlich anders sein. Eigentlich bin ich jetzt alt. Eigentlich muss ich jetzt so langsam verrotten. Nee, aber ganz kurz bei dir, deine Aussage, 30 versus 20? Was hast du mit 20 getrieben? Da habe ich noch Football gespielt wie ein Weltmeister, habe mir die Knie kaputt gemacht, habe gepumpt wie ein Verrückter. Also
ich würde sagen, so vom Gesundheitsaspekt habe ich, wie es halt so ist, da nicht wirklich drauf geachtet. Würde jetzt aber trotzdem auch behaupten, dass ich mich körperlich besser fühle als mit 20, obwohl mein Körper mit 20 mir vielleicht mehr erlaubt hat, mehr verziehen hat als jetzt. Wobei ich ja noch wirklich, ich fühle mich mit diesen 30 nicht alt. Ja. Also du fühlst dich heute definitiv fitter oder beurteilst es so? Also ich fühle mich nicht so, ich bin fitter. Ja. Ich kann das messen. Du bist also fitter. Ich kann mehr als jemals zuvor in meinem Leben. Und die Wahrnehmung mit 20, deine Selbstwahrnehmung mit 20 im Vergleich? Also hast du gedacht, du bist Biest oder was? Ja, mit 20 habe ich natürlich gedacht, ich bin der geilste Stecher auf Erden. Das ist doch ganz normal. Also ein Ego-Problem. Hast du damals nicht gehabt? Habe ich damals nicht gehabt. Ja. Nein. Ich habe damals mit 20, lass mich kurz sinnieren, also ich habe mit 19 Abitur gemacht, dann habe ich Wildwasser-Kanuslalom als Leistungssport betrieben. Und das auch jetzt nicht so schlecht, also auf jeden Fall auch viel trainiert, älter ich wurde dann, also ich habe mit 12 da angefangen und dann ist eigentlich das Trainingspensum eher immer weiter nach oben gegangen. Und dann bin ich nach dem Abitur zu den Gebirgsjägern gegangen, war da im Hochgebirgszug, also in der Eliteeinheit bei den Gebirgsjägern, da sind wir gerannt wie die Verrückten. Also ich habe sehr leistungsorientiert Sport betrieben und war ja schon immer der Sportliche in der Familie, der Klettermaxe, der immer Hummeln im Hintern hatte. Also ich habe schon immer Sport betrieben, aber ich habe am Ende des Tages null Ahnung gehabt im Vergleich zu heute und habe halt viele, viele elementare Dinge eben nicht gemacht. Natürlich habe ich nicht gehockt, natürlich habe ich nicht gehangen, natürlich habe ich meine Wirbelsäule nicht mobilisiert, natürlich habe ich kein Loaded Stretching gemacht und. All die Dinge, die wir in den letzten, sag ich mal, roundabout 2 Jahren auf unserem Channel präsentiert haben, das war für mich alles komplett unbekannt. Und mein Körper war auch mehr Mittel zum Zweck. Also ich habe praktisch, ne, ich wollte höher, schneller, weiter, ich wollte gewinnen, ich wollte der Beste sein, der Schnellste, der Ausdauerndste, der sonst irgendwas. Und mir haben viele, viele extrem elementare und wichtige Informationen gefehlt. Und ne, schon alleine deswegen, weil ich die Informationen heute habe und dieses Wissen auch anwende, ist mein Gesundheitszustand und auch mein Performance-Zustand wesentlich besser. Okay, ich habe nicht mehr die Ausdauer, die ich damals zur Gebirgsjägerzeit hatte. Ich kann auch nicht 200 Kilometer in der Woche noch laufen und will es auch gar nicht, weil das ja auch Scheiße war für den Körper. Ja? Aber ich habe natürlich eine unfassbare Ausdauer auf der Langstrecke damals gehabt und konnte Berge gehen wie ein Viech, ja? Wie eine Gams, ja? Wie ein Sherpa. Ein Mount Everest Sherpa, nicht ganz so, aber es war schon krass. Das nicht, aber das ist für mich jetzt auch nicht der Maßstab. Aber jetzt spannen wir mal den Bogen zu euch und in die Gesellschaft und sprechen mal vom Gesundheitszustand und sprechen auch mal, was wir auch durchaus schon getan haben, habe ich am Anfang ja schon gesagt, dass wir uns da vielleicht wiederholen werden, vom normalen Zustand da draußen. Wir haben uns ein interessantes Interview angehört, Podcast. Da wurde der Coach Sommer, Christopher Sommer, langjähriger Nationaltrainer des US-amerikanischen Turnerteams, interviewt von Tim Ferriss, ein relativ bekannter Autor, ein erfolgreicher Mensch. Es geht über 3 Stunden. Ich habe es schon ganz durch. Du bist noch irgendwo auf der Hälfte oder so. Sehr, sehr spannendes Interview, werden wir mal verlinken, dass ihr euch da auf den gleichen Stand bringen könnt mit uns. Und der macht zwei Übungen für ihn, sind so Assessment-Übungen, also so als Eingangstest, als ganz, ganz einfache Anamnese, ob derjenige schon hart ins Bett geschissen hat. Hart ins Bett geschissen hat. Oder ob der Körper okay ist. Oder ob der Körper okay ist. Und er betrachtet das als Normalzustand. Und das eine ist Toes to Bar, das werden wir gleich hier einblenden, das werden wir gleich dann kurz tun, dass wir das hier einblenden können. Das solltest du können, Normalzustand. Das setzt voraus, dass du dich für einige Sekunden an der Stange festhalten kannst. Das setzt eine gewisse Beweglichkeit in deiner dorsalen Kette, in deiner Körperrückseite voraus und eine gewisse Rumpfkraft.
Und der zweite Test ist die Brücke. Kann ich in die Brücke gehen? Und nicht so halb im Verreck-Modus, die Arme gebeugt und alles nur aus der Lendenwirbelsäule rausholen, sondern natürlich hübsch mit gestreckten Armen und einem möglichst schönen, gleichmäßig verteilten Bogen, sprich mit einer offenen Brustwirbelsäule. Ja? Beziehungsweise Schulter muss dafür auch gut am Start sein. Genau, Schulterextension, also Schulterstreckung muss da gegeben sein, die Wirbelsäule muss entkoppelbar sein, mobil sein, ich brauche eine gewisse Kraft im Push, wobei das wirklich, also das kann jedes kleine Kind, also insbesondere so jemand, der, keine Ahnung, ins Ton geht und die Mädels haben keine Wahnsinnsarme, um da in die Brücke zu gehen, das ist wirklich, ne, die sind einfach beweglich, ja, und können halt, ne, sich sehr, sehr ökonomisch da in diese Position bringen. Das sollte der Normalzustand sein. Wie viele Menschen, normale Menschen, kennst du, die das können? Ja, also dich kann ich nicht als normal zählen. Natürlich nicht. mir fällt aus dem Stegreif jetzt keiner ein. Ja, also unsere zwei Buddies halt noch, ne? Unsere zwei Movement-Buddies. Ja. Würde ich jetzt nicht als normal bezeichnen. Genau, also ja, die gehören jetzt nicht in dieses Feld der Normalität rein, des zivilisierten Menschen, des Durchschnitt Stuttgarters, Schwaben, whatever. Das können wir jetzt beliebig erweitern. Es kann praktisch keiner. Der Tim Ferriss benutzt einen geilen Begriff, den habe ich mir gleich gemerkt und schon auf meine Kunden losgelassen. Wenn du das nicht kannst, weist dein Rücken die Beweglichkeit eines Lego-Männchens auf. Und wenn du noch unbeweglicher bist als ein Lego-Männchen, dann hast du aber ordentlich verkackt. Ja, und das Lego-Männchen ist hier in der HWS und in den Handgelenken auch noch mobiler als du. Ja. Ja, also das sollte an sich der Normalzustand sein. Und der Normalzustand ist, und das wird auch in diesem Interview beschrieben, die Wirbelsäule ist komplett blockiert, die Lendenwirbelsäule ist dauerhaft im Hohlkreuz, die Schulterblätter sind auf den Brustkorb, Ribcage, hilf mir. Brustkorb. Auf dem Brustkorb. Ja. Brustkasten. Ja, der Arne wird Brustkasten. Auf dem Brustkasten. Nachklebt, sind die draufklebt, also die lassen sich nicht verschieben, also Protraktion, Retraktion, ja, ist nicht möglich. Unbeweglich, die Körperrückseite ist Unbeweglichkeit des Grauens, da wo normalerweise eine elastische Achillessehne hingehört, hast du eine fette Klavierseite verbaut, ja, und Klavierseiten sind nicht so elastisch, ja. Das ist der Normalzustand und jetzt ist ja der Mensch ein Rudeltier. Und er hat mal prinzipiell mit einigen Ausnahmen ein gewisses Harmoniebedürfnis. Es gibt auch ein paar, die immer querschießen müssen. Genau. Ja. Und wir orientieren uns an unserem Umfeld. Diesen Satz habe ich schon ein paar Mal gesagt und ich wiederhole ihn. Spätestens seit Martin Luther Kings I Have a Dream Rede weiß man, dass Wiederholung ein wichtiges und gutes rhetorisches Mittel ist. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Nochmal. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Tick-Tack Zeit verbringst. Ja. Jetzt hast du es richtig benutzt, dieses rhetorische Mittel. Ja, zwar nicht nur Gesundheit, fitnessmäßig, sondern auch spirituell und finanziell in der Regel. Und wenn du dich natürlich jetzt mit den anderen Lego-Männchen vergleichst, fällt dir nicht unbedingt auf, dass du auch eine Lego-Männchen-Wirbelsäule hast. Ja? Und da die anderen Lego-Männchen gar keinen Sport machen oder vielleicht auch nur einmal in der Woche, wie die Bekloppten irgendwie joggen mit ihren Lego-Männchen-Rücken und ihren Klavierseiten in der Achillessehne, also praktisch ohne irgendeine Dämpfung zu haben in ihrem Körper, machst du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den gleichen Blödsinn. Wobei du jetzt als unser Follower, glaube ich, schon ein bisschen gebrainwashed bist von uns und vielleicht schon da ein Stückchen weiter bist. Aber vielleicht ist es jetzt zutreffend für dein Umfeld. Ja, und das ist sehr, sehr schwierig.
Und es ist auch schwierig, aus diesem Umfeld auszubrechen. Weil wenn du jetzt siebenmal am Tag eine Minute hängen möchtest und du möchtest gerne akkumuliert, also insgesamt 30 Minuten am Tag in der Hocke verbringen, dann möchtest du noch Spinal Waves machen und das sind deine Basics. Das ist dein Zähneputzen, das ist noch gar nichts. Das ist einfach nur das ganz normal. Das ist wie, dass du unter die Dusche gehst, ja, und Zähne putzt. Das ist, ja, dann kann das schon zum Problem werden. Übrigens noch mal ganz kurz zum Anfang, Weiß und Schwarz TV, also er war gerade im Urlaub. Ja? Nein, ich bin immer so braun. Und da ist dir das wieder ein bisschen um die Ohren geflogen, ne? Ja, also es war eine interessante Erfahrung. Ich bin nach Ägypten geflogen, das heißt 4 Stunden Flug. Ist eigentlich, also nicht viel, sonst, eigentlich, also ja. Sonst fliege ich halt nicht, deswegen ist mir das aufgefallen, dass ich dann in diesen 4 Stunden Sardinenbüchse, das war schon lang für mich, irgendwie so, ich bin schon so sensibilisiert, dass ich mich bewegen will und dass ich auch merke, so, oh, jetzt ist meine Halswirbelsäule so nicht so ganz frei oder ich möchte mir eine Brustwirbelsäule ein bisschen aufmachen oder ich möchte einfach nur mal hängen. Das war nach 4 Stunden Flug schon mal ein bisschen uncool und dann musst du ja vielleicht noch durch die ganzen Checks durch und sollte es nicht so auffallen, sollte es nicht so erstmal groß Aufsehen erregen. Deswegen war es für mich extrem schwierig, meinen normalen Stuff zu machen, weil du ja immer gleich auch schräg angeschaut wirst. Gut, ich habe es so gut ich kann, so gut ich konnte irgendwie durchgezogen, aber es war schon für mich nochmal so ein riesen Aha-Effekt, was es bedeutet eigentlich so viel zu sitzen, sich nicht so viel zu bewegen und wie schnell es geht, dass dein Körper abbaut. Ich war danach wirklich nach diesem Flug auch, oder ich habe auch einen längeren Ausflug gemacht, einen Tagesausflug nach Kairo. Ich habe mich scheiße gefühlt danach und es hat auch wirklich lange gedauert, an Training bzw. an Mobilisation, bis ich mich so ein bisschen besser gefühlt habe. Ich habe mich danach noch nicht super gefühlt, bis so ein bisschen besser war. Und es war für mich dann auch nochmal so ein Aha-Erlebnis, wie schnell es eigentlich geht, dass du Spannung im Körper aufbaust oder irgendwo so ein bisschen, ja, bisschen einfach die Weiche ein bisschen falsch stellst und wie schnell das dann gehen kann, dass dein Körper in die andere Richtung ausschlägt. Wie hast du es mit dem Hängen gemacht? Wo hast du gehangen? Also auf dem Transfer zwischen dem Flugzeug und dem Flughafen gibt es ja die Busse. Ich durfte Bus fahren und da habe ich mich halt da an die Stange gehängt. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja. Und habe mich gefreut, dass da was war. Und, Im Hotel selber gab es ein Fitnessstudio, also ja. Da konnte ich hängen, wobei die Möglichkeit zu hängen fand ich dort scheiße. Ich habe auch meine Ringe, ich nehme immer meine Gymnastikringe mit und da konnte ich, das ging dann. Klar, ich musste es dort ins Trainingszeit reinpacken und also als ich jetzt dann vor Ort war, das war nicht das Problem, es war eher dann diese Ausflüge und so, dann doch mal überraschend, wie du schnell du in so einem normalen, da war ich auf einmal in so einem normalen Tag drin, für normale Menschen und da zähle ich mich jetzt wohl einfach nicht mehr dazu, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr das, was ich will. War für mich dann schon einfach echt krass, das einfach mal wahrzunehmen, was denn das normal sein soll. Und dann warst du ja noch mit jemandem unterwegs, der ja deine Flausen kennt, also der ja weiß, was du brauchst, ja, dass du das brauchst und mit dem du das nicht durchdiskutieren musstest, dass du jetzt einen Hanging-Spot brauchst oder so. Ja. Und da sind wir jetzt wieder beim Umfeld. Ne? Was ist jetzt, wenn du mit jemandem travelst, der halt einfach mit Hanging gar nichts anfangen kann und dem du jetzt erklären musst, ey, wir müssen jetzt mal eine Möglichkeit suchen, dass ich mich hinhängen kann, ja. Das, ne, und der sucht eigentlich, aber der ist auch auf der Suche nach einer schönen Sitzgelegenheit und einem Würstchen, ja, oder einer Cocktailbar oder einem schönen Kaffee, ja, wo man mal so richtig schön sitzen kann, ja. Also das macht die Sache schwierig. Also wir haben worauf wir jetzt hinaus wollen, ich denke, das ist schon klar. Wir haben einfach ein extrem bewegungsarmes Gesellschaftsbild, Hand in Hand gehend mit einem extrem beschissenen Gesundheitszustand, der nicht als solcher wahrgenommen wird. Wir haben, das sind jetzt Zahlen des Statistischen Bundesamtes von 2017, jetzt haben wir keine Luftschlangen und keine Konfettikanone da, weil
Wir haben es nämlich geschafft, Achtung, wir haben es geschafft in Deutschland, pro Tag mehr als 1 Milliarde Gesundheitskosten zu generieren. Way! Ja, Mann! Wir sind, haben uns nochmal gesteigert um 4,6% und haben es geschafft. Das sind teilweise noch Schätzungen dabei, 374 Milliarden Euro Gesundheitskosten zu generieren im letzten Jahr. Und ganz, ganz großer Anteil ist Rücken. Sind Rückenprobleme. Also das ist die Volkskrankheit Nummer 1, gefolgt von Depressionen. Und ich bin davon fest überzeugt, dass das eine Wechselbeziehung ist. Weil ganz ehrlich, wenn ich jeden Morgen aufstehe und habe scheiße nochmal Rückenschmerzen, ja, und brauche irgendwie eine Ibo, um irgendwie überhaupt funktionieren zu können, weiß nicht, ist mit guter Laune auch ein bisschen schwierig. Ja? Selbst wenn das für mich normal ist. Ja? Also ne, da gibt es ja Nuancen. Ja? Ich würd gerne nochmal die Schleife jetzt dann ziehen zu wir sind 70 geworden. Ja. Es sei denn, du wolltest gerade auf was anderes raus. Ja, ja, es wird schon. Dann mache ich meine Schleife später. Ja, natürlich wollte ich da auch hin. Ne? Aber ich wollte einfach sagen, letzten Endes, was wir hier sagen wollen, ist, wir müssen ausbrechen aus dieser Rudeltier, orientier dich an den anderen Todesspirale. Ja? Wir müssen da raus, damit wir, und dann kommt auch zum Alter, dass wir gesund und fit alt werden, dass wir eine Lebensqualität haben. Ja? Jetzt könnten wir mal eine, also ich bin kein, ich versuche so gut ich kann, was immer manchmal schwierig ist, positiv zu denken, für Dinge zu sein, nicht gegen Dinge, also nicht gegen irgendwas kämpfen, der Kampf gegen die, was weiß ich was, Drogen, der Kampf gegen den Krebs, der Kampf gegen dies, sondern eher zu gucken, ich kämpfe auch nicht gegen die Schuhindustrie, ja, ja. Die einfach Schuhe baut, die den Körper ruinieren. Ich bin für die Barfußindustrie. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, ich bin für die Barfußschuhe, nicht gegen irgendwas. Ja, das wird sich sowieso irgendwann hoffentlich selber regulieren. Ja, wir müssen aufwachen, was das angeht. Und jetzt kommen wir zu einer möglichen Verschwörungstheorie. Ja. Mit 40, ja, das verschiebt sich ein bisschen nach hinten, sagen wir spätestens mit 50, hast du deinen evolutorischen Job vielleicht auch schon gemacht, hast dich vielleicht mal fortgepflanzt. Ja, das wird zwar auch immer weniger, aber die Evolution hat eigentlich keine Verwendung mehr für dich. Und die Rentenkasse, ja, weiß nicht, hat vielleicht auch nicht unbedingt Interesse, bis 100 dich durchzufüttern. Ja, hat vielleicht sogar ein Problem damit. Ja. Obwohl die Renten ja sicher sind angeblich. Und das Siechtum, was in der Regel halt da so ansteht, so spätestens ab 60, ist das so ein Normalzustand. Na gut, da freut sich dann halt das Gesundheitssystem, was ja komplett kurativ ausgerichtet ist. Also 99% unseres Gesundheitssystems ist kurativ ausgerichtet, also reagiert erst, wenn es zu spät ist, wenn ich am Sack bin. Und da sind wir super, wir haben ein super System. Also wenn Leute krank sind, wenn Leute operiert werden müssen oder so, da sind wir Weltmeister drin, da sind wir sensationell gut drin. Wir müssen, denke ich, da ausbrechen, ja, und wir müssen einfach aufhören, uns an einem Umfeld zu orientieren, was einfach extrem krankt. Und die große Kunst ist jetzt, und wir können ja hier nur inspirieren und Hilfe zur Selbsthilfe leisten und Vorbild sein, ja. Die Kunst ist jetzt halt eben zu sehen, nein, du bist mit 30 schon gar nicht und auch nicht mit 40 alt und geh bitte nicht hin und rechtfertige dein Knieproblem oder dein Hüftproblem oder dein Nacken oder dein Rückenproblem mit dem Alter. Ne? Womit wir beim Alter werden. Gut gemacht, richtig gut gemacht. Da möchte ich jetzt einfach noch eine persönliche Story mit einfügen. Wie gesagt, bin 30 geworden, da schaut man vielleicht auch ein bisschen zurück, was so gelaufen ist. Und ich schaue auch in mein Umfeld und ich habe halt gemerkt, okay, ich kann, abgesehen davon, dass wir uns beruflich und so weiter auch gut einspannen lassen,
beziehungsweise auch dieses Movement, dass wir da so machen, dass das auch viel Zeit frisst. Das ist aber eine bewusste Entscheidung, wo ich gerne Zeit rein investiere. Merke ich halt, dass in meinem Umfeld so alle so langsam anfangen zu heiraten und die Kinder sind schon auf dem Weg. Oder jetzt gerade, wenn ich mit meinem besten Kumpel gesprochen habe, schon zwei Kinder und jetzt bald wird's Häuschen gebaut und ich freue mich total für ihn und der Job ist einigermaßen sicher und er ist auch aufgestiegen und ist eigentlich so eine schöne Geschichte. Und auf der anderen Seite überlege ich mir, als wir 18, 19, 20 waren, damals lag uns die Welt zu Füßen. Ich bin der König der Welt. Wir waren unbesiegbar, wir haben gepumpt wie die Weltmeister. Wir und schon damals habt ihr alles besser gewusst. Schon damals haben wir alles besser gewusst und Football war richtig geil. Da war die Religion. Football und Cheeseburger. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, hat er alles in Cheeseburger umgerechnet. Hey, davor kann, ja, damals da kann er mir 20 Cheeseburger verkaufen. Damals hat der Cheeseburger auch nur 1 Euro gekostet. Das war eine schöne Zeit. ja, einfach, wenn ich da zurückschaue, es ging dann bei mir irgendwann los mit dem Studium und ich habe dann aufgrund meiner Knieverletzung auch das Football bleiben lassen und ich habe ja gewusst, ich habe hier als Personal Trainer einen Beruf, wo ich auf jeden Fall körperlich funktionieren muss. Da hing ein bisschen was dran. Und habe deswegen auch aufgehört und habe halt jetzt so ein bisschen mal geschaut, wie hat sich das Ganze entwickelt. Okay, ich habe aus ein paar verschiedenen Gründen nicht geheiratet und keine Kinder, was bei ihm natürlich jetzt anders ist. Aber was passiert ist, ist halt, er hat einen sitzenden Beruf, hat seine zwei Kinder, wo er gerne Zeit rein will, oder seine Familie, wo gerne Zeit rein investiert, was dein, ich schön... Dein bester Kumpel jetzt, mein, ne? Best, ja. Mein bester Kumpel, ja. Das, auf den lasse ich nichts kommen. Ja. Gruß an der Stelle, das Video schaust du sowieso nicht. ja, wo ich einfach so ein bisschen merke, die Welten gingen auseinander, während er da halt viel Zeit da reingesteckt hat und ich eher Zeit in meinen Körper und Movement und halt einfach geschaut habe, wie kann ich vernünftig funktionieren, da so ein paar Methoden einfach lernen durfte, wie ich mich körperlich gut fühlen kann. Er ist 2 Jahre jünger, er müsste 28 sein. Und wir haben da telefoniert und ich habe festgestellt, okay, er sagte zu mir, ah ja, ich habe es jetzt auch wieder im Rücken und so. Er hat auch gut zugelegt, seitdem er aufgehört hat mit Football spielen, weil du bewegst dich weniger, frisst aber immer noch gleich und das kann natürlich nicht gut gehen. Ist mir auch passiert, aber irgendwie habe ich die Kurve besser gekriegt. und ich habe da jetzt einfach auch gemerkt, beziehungsweise er hat zu mir gesagt, so ja, jetzt habe ich wieder Rücken und ich habe jetzt wieder angefangen zu pumpen und beim Kreuzheben habe ich mir jetzt den Rücken irgendwie wieder kaputt gemacht und also du hast im Prinzip deine Hand in der Tür eingeklemmt und das ist einfach das, was du gerade die ganze Zeit machst, du klemmst immer wieder deine verdammte Hand in der Tür ein, statt damit aufzuhören. Er ist auch nicht so ganz, also wir sehen uns ja nicht mehr ganz so oft, er ist also nicht mehr so ganz empfänglich für das, was ich so sage, plus... Ich muss ganz, ganz kurz übersetzen, also er hat einfach... so wieder trainiert wie damals, ja, zu den Crazy Times. Wo dein Körper dir halt viel verzeiht hat. Wo der Körper noch viel verzeiht hat, aber der trotzdem schon du Tribut gezollt hast. Also das war auf jeden Fall kein... Ja, also was musst du machen? Du gesundheitsorientiertes musst Bankdrücken und du musst, ja, also ja, du musst ein bisschen pumpen. Und pumpen ist für mich nicht gesundheitsorientiert. Da geht es ums Aussehen. Da geht es ums Aussehen, ganz einfach. Und es ist auch meistens der größte Antrieb für Leute, die sagen, oh, jetzt bin ich älter und jetzt muss ich was machen und dann gehe ich halt wieder ins Fitnessstudio oder so. Und da ist ja so eine Problematik, anstatt halt einfach zu sagen, gut, ich muss eher gucken, dass es mir gut geht. Und jetzt möchte ich aber trotzdem auf diesen Punkt kommen. Er sagt es zu mir, ja, jetzt soll ich halt drücken. Ja, was soll ich machen? Ich werd halt so langsam auch alt. Und da hat es in einem Zeitpunkt gesagt, ich bin jetzt 30 und denke mir, ich fühle mich so geil körperlich wie noch nie zuvor und ich glaube, es kann nur noch geiler werden bei mir. Und er sagt das und akzeptiert mit 28 diese körperliche Degeneration, wo halt diese, also seine Geschichte würde ich jetzt sagen, das ist ein normaler Mensch mit einer schönen Geschichte dahinter. Und der sagt jetzt schon, ja, ich werde halt alt und akzeptiert dieses am Arsch sein. Ich hoffe, dass das nicht tut, weil er kann ja die Kurve noch kriegen. Aber quasi je später du dann feststellst, okay, war jetzt alles nicht ganz so geil, was ich da fabriziert habe und ich muss was ändern, desto schwieriger wird es ja für dich, da wieder dann die Kurve zu kriegen. Und für mich war das einfach nochmal so verrückt, dass das
normal so schnell auch akzeptiert ist. Und für mich war das was komplett Konträres. Und ich merke halt, dass die Weichen, wir sind noch so beieinander, aber wenn wir so weitermachen, werde ich halt körperlich und gesundheitlich hier sein und er halt, ah, ich muss nach unten zeigen, das ist schlechter. und er weiter unten. Und das erschreckt mich so, dieses Bild auch, wo das normal hinführen kann. Ihr könntet dann zum Beispiel nicht zusammen Sport treiben oder so, weil, keine Ahnung, du würdest die ganze Zeit denken, scheiße, ich muss dem Typen einen Rollstuhl geben oder so. Oder ihr könntet nicht zusammen irgendwo, was weiß ich, einen Berg hochwandern. Ja, also jetzt nur mal die einfachen Assessments. Torsu Bar, der kann noch nicht mal im Stand an seine Füße kommen. Ja. Irgendwann wird es ein Problem, Schuhe anzuziehen. Ja. Abgesehen von der Brücke kann man gar nicht sprechen. Also flach auf dem Boden liegen geht vielleicht. Also es ist dann schon krass. Und je länger du wartest, desto unmöglicher werden diese Dinge, wo du dir sagst, oh, das konnte ich doch früher mal. Lass uns aber das ganz kurz analysieren. Also aus meiner Sicht, da sind zwei Dinge passiert. A, wenn mit diesem Satz, ich werde das jetzt auch alt, hat er einfach wieder nur was nachgeplappert, was er von jemand anders gehört hat. Also das ist eine Orientierung, das ist einfach, ne, das so und so viel in seinem Umfeld haben das schon gesagt und jetzt denkt er, jetzt spüre ich es, jetzt ist es bei mir auch soweit. Ne? Und ich sage das Gleiche. Ne? Das Hören hört man ja so und so oft. Also da sind wir wieder bei dem Umfeld. Ne? Ich orientiere mich an den anderen. Das ist wertfrei. Ne? Deswegen ist man kein schlechter Mensch. Ne? Man ist halt nur, der Bewegungsapparat ist halt am Arsch. Ja? Deswegen bist du kein schlechter Mensch. Deswegen bist du genauso wie wertvoll wie alle anderen auch, ja. Aber daran hat er sich orientiert, so kam er zu dieser Aussage. Und das Zweite ist, dein Bewusstsein, wo das Wort bewusst und sein drinsteckt, deine Art und Weise auch zu leben, mit dem Leben umzugehen, ist begrenzt durch dein Wissen. Und was ihm auf jeden Fall fehlt, obwohl er scheiße nochmal an der Quelle sitzt, weil er dein verdammter Buddy ist, ist Wissen. Ihm fehlt unglaublich viel Wissen. Er weiß nicht, wie behindert er trainiert. Ja? Er weiß nicht, dass er den achten Schritt vorm ersten macht. Ja? Er weiß nicht, dass er, keine Ahnung, mal an seiner Schulterblattanbindung arbeiten sollte, bevor er Bankdrücken macht. Er weiß nicht, dass er hängen sollte, bevor er Pull machen sollte. Er weiß nicht, dass er dringend eine entkoppelbare Wirbelsäule braucht und Vertebra Peel-Aways und Spinal Waves machen muss, etc. pp. Und Jefferson Curl, bevor er Kreuzheben sollte. Ja? So, er könnte es wissen, ja, aber er kann wahrscheinlich, irgendwie bist du für ihn auch so ein bisschen so ein Mysterium. Also er versteht nicht, was ich mache. Er versteht dich nicht, genau, er versteht, dein bester Kumpel versteht dich nicht mehr und irgendwie will er es auch nicht wirklich verstehen, weil sonst würde er nämlich das Video vielleicht auch anschauen, ja. Und das ist ja auch so ein Phänomen, was ich jetzt zum Beispiel auch erkenne, merkt dir, was du gerade sagen willst, schwierig. Digitale Demenz. Mach weiter. Je länger du brauchst, desto eher vergessen. Gib es in dein Handy ein. Schick dir selber eine Voice-Nachricht, dann wirst du es dir merken. Dass unglaublich wenige Leute aus meinem Umfeld auch meine Videos anschauen. Geschweige denn sich von mir beraten lassen. Weißt du, da kommen Leute aus der Schweiz oder aus freaking Bremen, wir sind hier in Stuttgart, oder Mecklenburg-Vorpommern, aus Hamburg mit dem Flugzeug, buchen ein Hotel, kommen, brennen auf diese 2 Stunden, hängen an deinen Lippen, schreiben alles mit, ja, und die Leute, die mit dir am Essenstisch sitzen, hier und da, und ja, die haben was im Auge in dem Moment, wo du dein Mund aufmachst, ja, wo du dich erdreistest, was zu sagen, so, weil du denkst, ich kann es nicht mal hören, deine traurige Gesundheitsgeschichte, weil ich weiß doch, was zu tun ist, damit das, naja, also das ist, genau, aber jetzt hast du es dir gemerkt? Ja, quasi auch diese Reaktion mit dem, ich gehe jetzt wieder trainieren, ich habe mich wieder im Fitnessstudio angemeldet, das ist ja so ein ganz normaler Mechanismus, den jeder macht. Der Unterschied ist nur, ich habe in der Zeit nicht aufgehört, mich zu bewegen. Das heißt, ich kann Probleme ins Fitnessstudio zu gehen. Er saß auf seinem Arsch. Er hat auch problemlos, wolltest du gerade sagen. Hä? Du hast gerade gesagt, ich kann Probleme ins Fitnessstudio gehen. Ich kann problemlos ins Fitnessstudio gehen, danke. Also ich kann problemlos nicht, weil manchmal ist so ein innerer Widerstand da. du musst ja halt die Leute ertragen, die Scheiße trainieren, ja? Und diese scheiß Geräte da sehen. Ja, ja, auf jeden Fall ist, und das möchte ich jetzt auch einfach nur nochmal bewusst machen, du bist eine Weile lang auf dem Arsch gesessen, 6 Monate oder länger,
Und dann denkst du, du kannst so weitermachen, wie du aufgehört hast, vor 6 Monaten oder vielleicht sogar noch länger her. Das kann nicht funktionieren. Wenn ich nach 4 Stunden Flug merke, dass mein Körper schon am Arsch ist, wie willst du nach 6 Monaten bewerten können, was dein Körper jetzt gerade braucht? Ja, also es ist natürlich krass. Und jetzt machst du den gleichen Stuff, den du vorher gemacht hast, was halt, dein Körper ist dafür nicht mehr bereit. Er ist sicher schon 10 Kilo runtergegangen. So. Ja. Er hat so eine Scheibe weggelassen. ich glaube nicht, weil Ego, weißt du? Mal gucken, ob das noch geht. Au, ruck! Früher ging das. Zack! Nein, ging doch nicht. Ich finde es einfach nur krass, dann mit welcher Erwartungshaltung du da rangehst und du sagst, das wird schon funktionieren. Wobei dein Körper diese Belastung gar nicht mehr gewöhnt ist. Deine Muskulatur hat auf jeden Fall abgebaut. Du bist auf jeden Fall vielleicht sogar schwerer geworden, was jetzt in seinem Fall sogar passiert ist. Deine Sehnen, deine passive Strukturen, die können die Last gar nicht mehr so ertragen, weil sie die Lasten schon seit Monaten nicht bekommen haben. Oder nehmen wir schon mal den Urlaub, seit 2 Wochen nicht bekommen haben, unterschiedliche Lasten bekommen haben. Wie kannst du davon ausgehen, dass du genau das Gleiche machen kannst, was du früher gemacht hast, wo dein Körper vielleicht noch in der Regeneration und so weiter einfach schneller war? Ja, also schieb's nicht auf das Alter. Werd auch mal dann in dem Sinne erwachsen und guck mal, was dein Körper braucht und find mal auch ein bisschen raus, okay, vielleicht muss ich einfach ein paar Dinge vorher richtig machen, den ersten Schritt und nicht gleich beim 7. Schritt einsteigen. Ja, also wir haben, ich versuche das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und ein bisschen zu analysieren. Wir haben ja in dem Fall bei dem Kumpel jemand, der grundsätzlich, sag ich mal, ein Sportlerherz in der Brust hat und der wahrscheinlich auch vor dem Football irgendwie sportlich war, vielleicht auch gute Noten im Sportunterricht erhalten hat, ja, und dem, also dieses Sportlerherz ist immer noch aktiv, ja, aber die Art und Weise, wie er Sport betrieben hat, war halt leistungsorientiert, war höher, schneller, weiter, war nicht gesundheitsorientiert und keiner von euren Coaches oder den Leuten, die ihm da über den Weg gelaufen sind, auch nicht der Sportlehrer, hat ihm je was von den Basics, die für uns zum Beispiel jetzt wichtig sind, Hocken, Hängen, Vertebra, Pillowways etc., je was erzählt. Die für mich mittlerweile so offensichtlich sind. Ja. Ne? Aber er war sportlich. So, und dann ist natürlich jetzt, du hast ein bisschen von seiner beruflichen Situation gesprochen, jetzt kommt das, sagen wir mal, vielleicht heutzutage schon Abiturstress, da kann ich dann schon auch nicht zum Sport gehen, ja, und dann will ich ein gutes Studium machen, ja, dann muss ich also auch nochmal sitzen und dann ist es, aber habe ich vielleicht noch den Unisport oder so, Hochschulsport und so, und dann mache ich noch was und dann kommt aber der Job und jetzt will ich ja wirklich irgendwie Karriere machen und dann jetzt wird es noch weniger und dann kommt die Frau. Ja, und dann ist und dann womöglich noch Kinder. Also es wird halt sehr eng. Ne? Ja. Und das ist ja das, was ganz vielen Leuten passiert. Das sind auch Leute, die dann vielleicht zu uns kommen mit Ende 30 oder mit 40 oder so und sagen, ja, ich war früher total sportlich und ich habe Handball gespielt und so. Ja, ich denke da gerade auch an einen Kunden und der dann eben auch Karriere gemacht hat oder noch macht, ne, als Anwalt, Jurastudium, ist ja Hardcore, da muss sie ja des Grauens, des Zorns auf dem Hintern sitzen, um dieses verdammten Examen zu schaffen, ja, dann kommst du in die Kanzlei bis am Ende der Nahrungskette, ja, und dann die meisten verlieren ihren Körper auf dem Weg und dann vielleicht merken sie es noch rechtzeitig, kommen dann und erzählen dir eben ihre Story, ich war früher total sportlich und jetzt dann habe ich gar nichts mehr gemacht und so, ja, und dann eben passiert oft auch das, wenn die jetzt eben nicht bei uns landen, sie sagen, ah, okay, was kann ich machen, ich gehe ins Fitnessstudio, ja, und dann kriegen sie eine Einweisung, hocken am Gerät, haben 0 Basics gemacht, gar nichts und in diesen komplett dysfunktionalen Körper, den Lego-Männchen-Körper, trainieren die dann rein, ne? Und dann haben sie natürlich noch mehr Probleme womöglich, ja, oder und dann weiß man nicht warum, ne? Jetzt sind die anderen, an denen ich mich orientiere, sind ja auch da und der eine ist voll krass, der ist voll stark, ja. Und der muss das ja auch, also mit dieser Strategie ist der auch dahin gekommen und das ist dann, ne, dann wird das wieder alles schwierig und wir haben hier wieder ein Bildungs- und ein Wissensproblem, ja, und wir haben auch das Ding, dass etwas passiert ist, was nicht passieren sollte und was auch uns passiert ist. Wir haben IDO-Portal entdeckt und somit Movement Ende 2015. Ist noch gar nicht so lange her.
Dann waren wir im Sommer 2016 beim ersten Workshop. Das war für uns der Mega-Kick-Off. Das war so das Wochenende des Paradigmenwechsels. Und dann kam im September 2016 der Corset-Workshop, wo wir dann wirklich gelernt haben, wie mache ich jedes Gelenk an meinem Körper mobil und stabil. Und dann ging es ja erstmal los mit Troubleshooting. Also dann haben wir erstmal festgestellt, Diagonalstretch, den probiere ich mal. Oh, das geht ja gar nicht. Ja, One Leg Good Morning. Ja, also wir haben halt da auch erst festgestellt, das ist ja auch so ein Punkt, wie merke ich denn überhaupt, dass ich am Sack bin, wenn am Sack sein normal ist, für mich und alle anderen. Ja? Und selbst wir, für uns war das ja auch so ein Augenöffner. Ne? Boah, ich kann das überhaupt nicht, ich kann das gar nicht. Oder damals, die Hocke bringt mich nach 2 Minuten um oder so. Ja, ja, aber ist ja auch klar, ich habe total lange Oberschenkel. Ja, aber was ich sagen wollte ist, wir haben auf jeden Fall trotz massiver sportlicher Aktivität, ja, unseren Körper in vielen Bereichen an die Wand gefahren und für mich waren die letzten gut 2 Jahre vor allem ganz viel reparieren, Brustwirbelsäule freispielen, Hüfte öffnen, ja, Handgelenke mobil und stabil machen und so weiter, also unheimlich viele Punkte am Körper, die dysfunktional waren und kaputt waren, und das ist ja auch eine Kettenreaktion, ja, und ganz kurz, da bin ich hingekommen, nicht weil ich, keine Ahnung, suizidale Tendenzen habe oder drauf stehe, mich körperlich zu ruinieren, im Gegenteil. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass mir so ein IDO-Portal im, keine Ahnung, als Lehrer im Schulunterricht über den Weg gelaufen wäre oder spätestens im Vereinssport als Trainer, weil dann wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Und das ist ja der Punkt. Ja, ist die Frage, ob du damals auf ihn gehört hättest. Ja, ich weiß nicht. Also ich war schon auf der Suche nach der Wahrheit. Also eigentlich hab ich mich schon relativ früh auf der Suche nach der optimalen Trainingsmethode begeben. Ja, ich wollte schon auch höher, schneller, weiter. Erreichst du ja mit IDOs Methoden, musst du mal gucken, was Ido und seine Schüler können, ja. Also die stecken alle höher, schneller, weiter, Leute, entspannt in den Sack, ja. Mit dem Weg, mit dem cleveren Weg, ja. Aber was ich sagen wollte ist, dass es eigentlich gar nicht so weit kommen sollte, weil es unglaublich mühsam ist, den Körper wieder in Funktion zu setzen. Wenn du jetzt einem Kind, einem Jugendlichen erziehst hinsichtlich, hey, wenn du Spannung wenn sich deine Schulter komisch anfühlt, häng dich mal hin. Wenn deine Wirbelsäule steif ist, häng dich hin und mach eine Spinal Wave. Wenn das normal ist. Wenn das normal ist, wenn am verdammten Flughafen eine Stange ist, wo ich hängen kann. Ja, ganz genau. Oder am verdammten Bahnsteig, ja, oder eben im Zug, ja. Wenn das normal ist, dann kommst du gar nicht, dann mit wesentlich weniger Aufwand kommst du gar nicht erst in die Situation, dass du kaputt bist, ja. Etwas zu erreichen, also jetzt was zu reparieren, ist kostenwahrscheinlich Wahnsinnsaufwand. Wenn du es erreicht hast, brauchst du einen Bruchteil des Aufwandes, um es zu halten. Wenn also der Körper eines Kindes ist ja nun mal funktionell, da ist die Körperintelligenz aktiv, da ist noch dieses Bewegungsbedürfnis da. Wenn da die richtigen Informationen da sind und das richtig gesteuert wird, dann kommt er gar nicht in die missliche Lage, auf einmal festzustellen, ob es nun mit 30 oder mit 40 oder mit 50 ist, verdammte Axt, ich bin ja komplett am Sack und dann muss ich irgendwie 8 Jahre rummachen, jeden Tag irgendwas machen, dass ich vielleicht meinen Körper wieder in Stand setze, dass ich vielleicht meine Wirbelsäule, die eben im Lego-Männchen-Modus ist, entkoppeln kann, dass ich die Software wieder draufziehe, die Wirbelsäule anzusteuern und so weiter. Ja? Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir als extrem wünschenswert und erstrebenswert erachten, dass sich hier die Informationslage massiv ändert. Ich meine, das ist ja jetzt auch eine total geile Sache hier am Internet und an YouTube, weil wir haben keine Wissensmonopole mehr und du kannst über jedes Thema, du musst natürlich rausfiltern, was ist eine Bullshit-Information und was ist eine gute Information, das ist die große Herausforderung, aber du hast ja jetzt die Möglichkeit, wir treten gerade den Beweis an, diese Information zu bekommen. Du kannst auf Strong and Flex TV die Informationen bekommen, die du brauchst, um einen funktionellen Körper zu haben. Du kannst, auch wenn du jetzt komplett im Eimer bist, anhand unserer Videos und Übungen, und dann kommst du vielleicht, wenn du es ganz clever machen willst, zu einem Coaching oder gehst zu unserem Bewegungsfreiheit-Workshop, Achtung Werbung, siehe Beschreibungsfeld,
hast du die Möglichkeit, diese Informationen zu bekommen. Und umso früher du die bekommst, umso besser. Ja? Umso früher dein Körper schreit, um Hilfe schreit und du ihn nicht mit Schmerzmitteln betäubst und du Schmerzen hast, umso besser. Weil dann findest du für uns vielleicht und reagierst, ja, und tust was. Und dann werden es vielleicht mehr Leute. Total geile Situation, vor 3 Wochen, ich parke mein Auto hier in der Nähe, hier in Stuttgart, in der Nähe unseres Studios hier und steige aus meinem Auto aus. Von oben kommt eine Frau so zwischen, ja, vielleicht war die um die 30 runter, hat Barfußschuhe an, wie beim Five Fingers. Von links kommt ein Typ mit Vivos an den Füßen, also die Barfußschuhe, die wir immer tragen. Und ich stehe da mit meinen Vivos so und freue mich so, weil wir für einen kurzen Moment waren auf, keine Ahnung, 3 Quadratmetern oder 5 Quadratmetern auf einmal 3 Leute mit Barfußschuhen. Es war nicht du und es war auch nicht der Chris. Ja? Ja? Und in dem Moment auf einmal haben wir diese Situation, die wir brauchen, ja, da waren nämlich 3 Leute, die verstanden haben, die Ferse hinten zu erhöhen, sich die Statik zu zerstören, sich die Achillessehne auf Dauerspannung zu bringen, den unteren Rücken auf Dauerspannung zu bringen, ist uncool, die Zehen zusammen zu quetschen, ist uncool und wahrscheinlich, mutmaßlich, haben die auch noch ein bisschen mehr verstanden. Und die werden vielleicht auch ihre Überzeugung nach außen tragen und dann kann man anfangen, so langsam eine Movement-Kultur zu entwickeln, wo man eben nicht der Freak ist, wenn man sich bitte gerne doch einfach nur ein bisschen im Rahmen des Normalen bewegen möchte. Ja? Und dann, und jetzt sind wir wieder bei, wir sind 70 geworden, kannst du dir die Bewegungsfreiheit holen, die du dir, ob nun bewusst oder unterbewusst, wünscht, dann ist dein Körper nicht etwas, was mit jedem Jahr, was du älter wirst, nicht etwas, was gegen dich arbeitet, sondern was für dich arbeitet, was dein Tor zur Welt ist, was dir es ermöglicht, im hohen Alter noch sportlich aktiv zu sein. Ich hatte das, glaube ich, neulich mal das Beispiel schon in die Kamera von dem, da gibt es ja die Huber-Buben, diese krassen Kletterer aus Berchtesgaden und wo der Thomas Huber, der ältere der beiden Brüder, mit seinem Vater, 78 Jahre alt, durch die Untersberg-Südwand in Berchtesgaden gestiegen ist, was eine verdammte Steilwand ist. Und ich glaube, die haben sich selber noch gesichert mit Klemmkeilen und Friends und so weiter. Also nicht, das war keine vorgebohrte, geklebte Route. Das war ist mit 78 möglich. Du kannst also mit 78 durch eine Steilwand klettern, du kannst dich aufs Surfbrett stellen, du kannst noch Ski fahren, aber du musst deinen Körper verstehen und aktuell, Stand jetzt, darfst du dich nicht an der Normalität orientieren. An den anderen 40-Jährigen oder 30-Jährigen oder 50-Jährigen, mit wem auch immer du dich umgibst, weil du umgibst dich mit Leuten, die einen extrem dysfunktionalen Körper in der Regel haben. Ja? Und das ist so ein bisschen das, was wir jetzt in wahrscheinlich 40 Minuten, ich glaube, es war länger, aber okay, hier nochmal sagen wollen. Und ehrlich gesagt ist es mir egal, ob es 40 oder 50 Minuten sind, weil es ist so wichtig. Und das hier übrigens muss man ja gar nicht als Video anschauen, das kann man ja auch als Podcast irgendwie nebenbei laufen lassen und vielleicht auch nochmal jemanden schicken. Aber momentan sind die Widerstände halt enorm, ne? Wir sind die Freaks, wir sind praktisch nicht gesellschaftsfähig. Ja. Ja, und trotzdem muss ich, ganz, ganz logische Überlegung, wofür bin ich gemacht? Du bist Jäger und Sammler, verdammte Scheiße. Also mein Körper... 8 bis 12 Stunden körperliche Action. Also mein Körper will sich bewegen. Also was braucht mein Körper? Bewegung. Ist doch total einfach. Ja? Also artgerechte Haltung. Du musst dich bewegen und zwar täglich. Es reicht nicht. Und wenn du noch so clever trainierst, 2-mal die Woche das zu tun, es reicht nicht. Du musst dich täglich bewegen. Du darfst. Was heißt, du musst, du darfst. Es ist was Schönes. Es ist, wenn du einen funktionellen Körper hast, wenn du tanzen kannst, wenn du springen kannst, wenn du rennen kannst, wenn du klettern kannst. Es macht doch alles so viel mehr Spaß. Ja, und ja, also... Hey, der Körper will sich bewegen und der Körper will gesund sein. Und ja, du bist leistungsfähig, du bist aufnahmefähig, du kannst dann, ja, also es liegt so sehr auf der Hand, aber wir haben da eine ganz schräge Entwicklung genommen in den letzten Jahrzehnten und wir hoffen, dass wir hier
mehr und mehr Aufklärungsarbeit leisten können. Und wir sehen auch eine gute Tendenz. Ne? Also wer will denn schon desperat und malat durch die Welt gehen? Aber es ist wirklich, es ist einfach schwer. Ne? Ein flexibler Geist wohnt in einem flexiblen Körper. Ne? Wenn ich sehr, sehr steif bin körperlich, ist es für mich auch schwieriger, meine Denkweise zu ändern. Aber ne, ich kann nicht mit der gleichen Denkweise andere Ergebnisse erzielen. Ja? Und wenn ich etwas haben möchte, wenn ich etwas erreichen möchte, was ich noch nie erreicht habe, muss ich etwas tun, was ich noch nie getan habe. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir stehen. Aber wir werden jetzt einfach nimmer müde weiter verbal rausfeuern und hier und jeder Einzelne, der sich das anschaut, und wenn es nicht viele sind, es sind ja momentan nicht viele, wir sind uns ja bewusst, dass wir sehr, sehr edgy, wie man so schön sagt, sind, also ne, wir bedienen nicht den Mainstream, wenn wir den Mainstream bedienen würden, dann wären ja alle fit, dann wären ja alle gesund, dann würden ja alle moven, dann würden ja alle hängen, ist nicht der Fall, aber hey, jeder Einzelne, der sich das anschaut, ist es uns wert, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und dieses kostenlose Video machen. Und jetzt machen wir einen Punkt. Was? Jetzt schon? Wolltest du noch? Hast du noch? Ja, mein, wir könnten jetzt noch ewig weiterquatschen. Das machen wir nicht. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, wer richtig clever ist, der kommt mal direkt zu uns zum Coaching oder gibt sich's mal ganz intensiv 2 Tage bei unserem Workshop. Wenn du jetzt am PC oder Laptop sitzt, kannst du unter dem Video auf Mehrzahlen klicken und dann verlinken wir da zur Facebook-Veranstaltung beziehungsweise zu unserer Website, wenn du die App benutzt. Es ist immer noch schwer zu finden, neben dem Videotitel ist ein kleines Pfeilchen, also Handy, Tablet, klick da drauf. Dann geht das Beschreibungsfeld auf und dann kommst du an die Informationen für unseren Workshop. Was wesentlich einfacher ist, ist zack, geschwind noch ein Däumchen nach oben zu geben für dieses Video, das Video zu teilen, whatever. Abonnieren, falls du nicht getan hast, nach dem Abonnieren auf jeden Fall auch die Glocke drücken, dass du benachrichtigt wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. So funktioniert halt dieses YouTube-Game schon nun mal. Und hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Hier gibt es zwar unsere letzten Videos, vielleicht einfach mal nur eine Übung oder so, mal was Kurzes vielleicht. Ja. Und wir sind wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.